Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich wieder was besonders Cooles für euch. Und zwar, ich habe die Weihrauch HW75 hier sogar in einer Sonderversion. Und zwar HW75 Target. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß, Leute. HW75 Target Sonderversion. Was diese Target so besonders macht, da gehe ich später noch näher drauf ein. Ihr seht den Schusstest, ihr seht den Chroni-Test, wir gucken uns Nahaufnahmen an, aber jetzt kommen wir erstmal zu den technischen Daten. 28 cm lang, 1100 Gramm schwer, Kaliber 4,5 mm, .177. Das System arbeitet mit vorkomprimierter Luft. Die Komprimierung erfolgt, indem man den Hahn hier hinten zieht, den Sicherungshebel einmal drückt, lässt sich die Pistole öffnen. Ganz leicht mit zwei Fingern lässt sich das oben nach vorne klappen. Diabolo wird im Normalfall reingeladen. Mit ein bisschen Druck, zack, wird es wieder zugedrückt. Die Luft ist komprimiert und die Pistole schussbereit. Ich habe hier den Hebel, ihr seht es rot, F, Fire, einmal Feuer und dann hat sich der Schuss gelöst. Und jetzt gucken wir uns die Pistole mal in der Nahaufnahme an. Hier vorne dran seht ihr oben das Korn. Das ist eine Matchvisierung. Ihr seht das Kaliber .177, 4,5 mm. HW75 Target. Den zweifach verstellbaren Abzug. Der ist im Vorweg einstellbar und im Druckpunkt. Der kann weicher oder härter gestellt werden. Ihr seht hier eine manuelle Sicherung. Jetzt ist es auf Fire, jetzt ist es auf Safe. Ein, wie ich finde, wunderschöner, dunkler Nussbaumgriff. Hier unten mit einer Fischhaut eingearbeitet. Die Pistole, ich zeige sie auch von beiden Seiten, ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Ihr seht hier den Hahn. Die Kimme, hier oben drauf eine 11 mm Prismenschiene und jetzt kommt die Besonderheit, unter dem Rotpunkt versteckt, ich drehe das gerade mal ganz kurz ab, um es nur ohne irgendwas kaputt zu machen. Und hier die Besonderheit, die Herr Schlottmann hat machen lassen, ihr seht eine eingearbeitete Viva-Schiene, auf die lässt sich ein Rotpunkt zum Beispiel von Doktor, wie hier in dem Fall von Ritter oder von UTG ohne Adapter direkt aufbringen. Und jetzt hätte ich gesagt, gucken wir mal, wie konstant die Pistole ist. Es wird Zeit für den Chroni-Test. Machen wir den Chroni-Test mit den JSB. Exakt 4,53 mm, 0,547 Gramm. Auf die Konstanz. Da wollen wir wieder 10 Schuss machen. Und Schuss Nummer 10. So, wir haben 10 Schuss gemacht, 3,26 Joule im Schnitt, 109,3 Meter im Schnitt, 107 war das geringste, 110,5 das maximale, eine Konstanz von 3,5 Meter, eine Abweichung vom Mittelwert von 1 Meter, das ist ein super Wert. So, ihr habt den Chroni-Test gesehen, ihr habt gesehen, wie unglaublich konstant die Pistole ist. Ich werde jetzt gerade mal hier schnell den Rotpunkt wieder festmachen, weil den möchte ich dann auf jeden Fall beim Schusstest, der gleich kommt, verwenden, um einfach zu gucken, was ich da für einen schönen Streukreis hinbekomme. Ich möchte euch aber zuvor noch die Trockentrainingsmöglichkeit für diese Pistole zeigen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, indem ihr hier den Hahn zieht, die Waffe entsichert, könnt ihr einfach trocken trainieren
ohne dass ein Schuss verwendet wird oder ohne dass ihr zum Beispiel in der Mietwohnung zu viel Krach macht, ist auch eine super Funktion. So Leute, jetzt geht's los. Ich schieße JSB exakt 4,53 mm 0,547 Gramm. Ihr seht, ich habe hier auf der HW75 Target das Ritterrotpunkt montiert. Die Schiene habt ihr euch ja vorhin schon genauer angeguckt. Ich hätte gesagt, wir gucken jetzt einfach mal, was für einen Streukreis wir zusammenbekommen. Gestern Abend hatte ich einen von ungefähr 1,5 cm auf die Entfernung. Ich hoffe natürlich, dass ich das jetzt vor laufender Kamera genauso hinkriege. Und dann schauen wir einfach mal, was denn die HW75 alles drauf hat. Los geht's, Leute. Ihr seht, ich drücke den Hammer, den Sicherungshebel und dann stelle ich das Diabolo einfach oben in den Lauf rein. Das Verschließen geht leichter als bei der HW40. Ich finde, das kostet nicht so viel Kraftanstrengung. Ach, Scheiße. Entschuldigung. Der Andi hat beim letzten Wettkampf schon gemeint, dass ich zu gut geschossen habe, dass ich viel zu wenig geflucht habe. Das war richtig langweilig. Also dann gucken wir mal. Ich nehme das aber lieber, wenn ich besser treffe. Von hier aus sehe ich jetzt aktuell überhaupt gar nicht, wie gut ich liege. Ich sehe nur, dass ich aus dem Schwarzen raus bin. Ist ja grundsätzlich nicht so dramatisch, besser als wenn ich mir den 12er Punkt wegschieße. Wenn ich mir den 12er Punkt wegschieße, dann habe ich nichts mehr, wo ich dran halten muss. Deswegen stelle ich bei den Schusstests eigentlich ganz gerne nicht exakt auf die Mitte ein, also nicht wundern. Liegt richtig gut in der Hand. Jetzt kann ich mitgezählt, wie viel Schuss ich schon gemacht habe. Muss ja noch gestehen, das macht ja noch richtig Spaß. Also kann sein, dass es ein paar mehr werden. Der Abzug ist auch echt klasse. Einen ganz klaren Druckpunkt haben wir hier. Schön ist es auch, dass es eine manuelle Sicherung ist. Das heißt, dass ich nicht vor jedem Schuss entriegeln muss. Ich sehe von hier aus überhaupt nicht, wie gut ich bis jetzt geschossen habe. Ihr seht, die lässt sich auch richtig schön verschließen. Hier oben dran habe ich eine ganze Menge Platz, um meine Hand eben anzusetzen. Und ein großer Vorteil ist, dass die Quetschgefahr lange nicht, also die, dass man die Hand beim Zumachen einquetscht, lange nicht so hoch ist wie bei der HW40. Es scheint hier ein bisschen höher gearbeitet zu sein. Also ist mir bisher noch überhaupt nicht passiert. Ah, der könnte ein bisschen krumm gewesen sein. Der hat sich schlecht angefühlt. Nicht so gut, glaube ich.
Das ist echt schwierig auf die Entfernung da, wenn du ein bisschen zitterst auf 11 Meter mit einer Pistole. Die guten Schützen unter euch wissen das eh. Bist du gleich aus dem Ziel draußen. Ich glaube, die letzten beiden waren ein bisschen tiefer. Ja, machen wir mal noch ein, zwei Schuss. Ich glaube, dann soll das aussagekräftig genug sein. Und machen wir noch einen letzten. Und dann gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Oder besser gesagt, ihr habt es schon gesehen. Im Gegensatz zu mir. Jo, das soll das mal gewesen sein. Ich schaue mir das jetzt mal aus der Nähe an. So Leute, ihr seht das Schussbild. Also ich glaube, ich dafür, dass es meine erste Scheibe heute war, echt nicht so verkehrt. Ich werde gar keine zweite machen. Ihr seht, dass es fast unter einem 20-Cent-Stück verschwindet. Wenn ich es ein bisschen hin und her schiebe, schaffe ich es auch ganz. Ja Leute, ihr habt den Schusstest gesehen. Das ist ja wohl echt mal richtig geil. In dem Bereich von einem 20-Cent-Stück. Ich wette, ihr kriegt es noch genauer hin. Gern könnt ihr mir da eure Streukreise einfach auf meine Facebook-Seite posten oder ihr könnt mir sie einfach per E-Mail schicken, ergandi@gmx.de. Wenn ihr sowieso irgendwelche Fragen habt, schickt mir da einfach eine Mail hin oder kommentiert das Video hier direkt auf YouTube. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Ich hätte gesagt, wir kommen mal zum Fazit. Was bleibt mir als Fazit anderes zu sagen, außer richtig, richtig geil. Ich zähle die Vorteile nochmal kurz auf. Absolut hochwertig verwendete Materialien, kein einziges Verschleißteil ist hier aus Kunststoff. Wir haben einen wunderschönen Nussbaumholzgriff. Wir haben hier in dieser Sonderversion, die mir noch mal besser gefällt als die normale HW75, schon die eingearbeitete Viva-Schiene. So habt ihr nicht so einen hohen Klotz drin, braucht keinen Adapter, wenn ihr Rotpunkt montiert. Richtig, richtig coole Version. Solltet ihr nicht mit Rotpunkt schießen wollen, könnt ihr hier über die Match-Visierung absolut tolle Ergebnisse erzielen. Ja, für mich ist es die perfekte Kombination aus Weidauch HW40 und Weidauch HW45. Wieso? Ihr habt die absolut geile Optik der Weidauch HW45, nur hochwertige Materialien verwendet. Der Vorteil gegenüber einer HW45 ist sogar, dass der Griff hier etwas größer ist. Das heißt, auch beim beidhändigen Schießen für Leute mit größeren Händen ist es um einiges komfortabler. Und ihr habt den Vorteil der HW40, ihr habt ein brennschlagfreies System, das wirklich auch für ungeübtere Schützen, wie jetzt zum Beispiel mich, bessere Ergebnisse einfach auch zulässt. Klar, die guten HW45-Schützen kriegen das ganz genauso hin, aber da gehört eine ganze Menge Training dazu. Die macht unglaublich viel Spaß, die lässt sich leichter schließen als eine HW40. Ihr habt nicht so einen hohen Kraftaufwand. Jo, richtig, 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 richtig geil. Alles klar. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich habe dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch noch ein paar andere meiner Videos reinzieht. Wenn ihr mir ein Like da lasst, falls ihr es sowieso schon gemacht habt, ein Abo da lasst und gerne auch einen Kommentar unter dem YouTube-Video. Der Algorithmus von YouTube hat es unglaublich gerne, wenn da einfach ein bisschen was dabei steht. Okay, super. Dann halte ich euch nicht länger auf. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.